Hannah Lee auf eine Bombenstory. Mittwoch vergangener Woche auf dem Sprenggelände der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin-Horstwalde. Sprengtechniker jagen eine Platte aus Schiffbaustahl in die Luft. 3, 2, 1. Seit die Estonia am 28. September 1994 kurz nach Mitternacht in der stürmischen Ostsee versank und 852 Menschen in den Tod riss, ranken sich Gerüchte um die Untergangsursache. Sicher ist, das Bugvisier hatte sich losgerissen. Doch warum? Hatte eine Bombe an Bord das Schiff versenkt? Auf den Spuren der Estonia-Katastrophe im September 2000 das Forschungsschiff One Eagle. An Bord ein Dutzend Taucher unter Führung der deutschen Journalistin und besessenen Estonia-Aufklärerin Jutta Raabe und dem amerikanischen Tauchexperten Greg Bemis. Sie wollen der Unglücksursache auf den Grund gehen. Ihre These: Das Schiff wurde mit Bomben versenkt. Ziel: Die Suche nach Sprenglöchern oder wenigstens Metallteilen, an denen sich Explosionsspuren nachweisen lassen. Wir wollen herausfinden, was der wirkliche Grund des Untergangs war. Meiner Meinung nach dürfen staatliche Vertuschungsaktionen nicht geduldet werden. Wenn man sich den Regierungen nicht entgegenstellt, dann denken sie, sie könnten mit allem, was sie wollen, durchkommen. Die maritimen Privatermittler sind schon vorher fest davon überzeugt, was sie finden werden. Wenn du das Loch findest, versuche hineinzugehen, um charakteristische Anhaltspunkte zu finden, auf welchem Deck es ist und so weiter. Ich würde sehr gern hineingehen, um den Ort genau zu bestimmen und das Loch zu lokalisieren. Die Estonia war auf halbem Weg zwischen Estland und Finnland gesunken und hatte die meisten Passagiere mit in die Tiefe gerissen. Als Hilfsmannschaften die Unglücksstelle erreichten, waren viele Überlebende schon während der Nacht ertrunken oder erfroren. Nur 137 konnten gerettet werden. Eins war von Anfang an sicher. Das Bugvisier vor der Autoverladerampe war abgerissen und bei voller Fahrt war das Wasser wie durch ein offenes Scheunentor in das Schiff geschossen. Falsche Konstruktion durch die deutsche Meyerwerft. Zu diesem Ergebnis kam überraschend schnell das offizielle Gutachten der Internationalen Havariekommission. Und bei dieser Version blieb es auch. Nicht die nachweislich miserable Wartung des Schiffes war schuld, sondern die Meyerwerft in Papenburg, wo das Schiff gebaut worden war. Die Werft wehrte sich und beauftragte den renommierten Experten Kapitän Hummel mit eigenen Ermittlungen. Also, ich habe Schäden gefunden. Einmal hier oben. Dann hier im Bereich der Verriegelung. Das ganze Schott hier unten. Hier an der Bugrampe. An der Innenseite dieses, das Schott, der dunkle Bereich. Und hier in diesem Bereich. Schließlich fanden sich in den Panzerschränken der Stockholmer Staatsanwaltschaft 3 Videobänder zusammen mit den dazugehörigen Tauchprotokollen. Dokumente, die erst nach Abschluss der Untersuchung der Öffentlichkeit zugänglich wurden. Und auf einem dieser Videobänder ist ein kleines gelbes Paket zu erkennen. Der Würfel befindet sich exakt an jener Stelle, an der das Visier auf der Backbordseite verriegelt wird. Es drängte sich der Verdacht auf, dass es sich dabei um ein nicht explodiertes Sprengstoffpaket handelt. Es war der Beginn einer zielgerichteten Recherche in verbotenen Gewässern. Die schwedische Regierung hat es nämlich aus Gründen der Grabruhe ihren Staatsbürgern bei Strafe untersagt, zum Wrack der Estonia hinabzutauchen. Als die Expedition an der Untergangsstelle eintrifft, sind die finnische und schwedische Coast Guard auch da. Man kommt an Bord und warnt die Crew. Dies ist ein Verbrechen in Schweden und Sie müssen bedenken, falls Sie nach Schweden kommen, zum Urlaub oder Ähnlichem, dass Sie dort riskieren, mit der Polizei in Konflikt zu geraten. Da jedoch das Wrack der Estonia in internationalen Gewässern liegt, weit außerhalb jeglicher Hoheitszonen, ließen sich die Taucher auf der One Eagle nicht beirren. Weder die Bundesrepublik Deutschland noch die Vereinigten Staaten hatten das Abkommen über die Totenruhe unterzeichnet. Und so waren Tauchgänge nach hiesigem Gesetz keine Straftat. Erst nach einigen pannenbehafteten Versuchen gelingt es, das Wrack auf 70 Meter Tiefe zu finden. Vor allem sollen die aufliegende Steuerbordseite und der Bugbereich erkundet werden.
In einem bestimmten Bereich des Vorschiffs finden die Taucher frische Schleifspuren am Rumpf, so als wären hier vor noch nicht allzu langer Zeit Schläuche oder Ketten entlang geschrammt. 4 Stunden später erst können die Taucher von ihren Beobachtungen berichten. Wir waren im Rampenbereich, da haben wir unsere Schottleinen befestigt. Und dann sind wir im Prinzip um den Bug herum, sind wir dann weiter Richtung Heck geschwommen. Wir haben den ganzen Bereich abgesucht und es existiert kein Loch, also definitiv kein Loch. Die Enttäuschung ist nicht zu verbergen. War man sich doch sicher, dass auf der unten liegenden Steuerbordseite große Lecks sein müssten. Auffallend war da, dass gerade jetzt hier in diesem Bereich längliche Kratzspuren am Wrack zu sehen waren. Ergänzend dazu ist mir noch bei dem zweiten Tauchgang, den ich mit Jakob in diesem Bereich gemacht habe, aufgefallen, dass ich im ersten Moment gedacht habe, wir wären am Sandgrund gelandet, weil dort viel Sand war, der in Schlangenlinien verläuft. Und an einem Wrack habe ich sowas noch nie erlebt. In einem Vertrag zwischen schwedischer Regierung und einem internationalen Havariekonsortium war bis ins Detail festgelegt, wie die Estonia unter einem Sarkophag begraben werden sollte. Spezialschiffe sollten Sand um das Wrack aufspülen. Nur das Ablegen einer flexiblen Betonarmierung wurde in letzter Sekunde vom schwedischen Parlament gestoppt. Da waren aber schon, so die Swedish Maritime Administration, für 50 Millionen Mark 25.000 Tonnen Geröll und 380.000 Kubikmeter Sand über dem Wrack abgeladen worden. Und so wundert es nicht, dass heute das Wrack der Estonia viel tiefer eingesunken scheint, als es Aufnahmen kurz nach dem Untergang zeigen. Tauchgang zur Bugrampe. Man will jene Bereiche inspizieren, die Explosionsverformungen aufweisen. Die Verdachtsmomente hatte der britische Sprengstoffexperte Brian Bradwood aus den flauen Videobildern der einzigen offiziellen Tauchexpedition abgeleitet. Das Besondere ist, dass bei einer Explosion sehr viel schnellere Kräfte wirken als bei einer mechanischen Beschädigung. Hier können Sie die charakteristischen scharfen Splitterungen sehen. Das zersplitterte Metall, was typisch ist für Explosionsschäden. Und hier an dieser Stelle können Sie am Rand sehen, dass das Metall ganz verworfen ist. Und das ist, noch einmal, typisch für einen Explosionsschaden. Immerhin waren seinerzeit bei der finnischen Silja-Reederei handfeste Bombendrohungen eingegangen. Die Anlegestelle der finnischen Schiffe, die sich nahe der Estonia befindet, musste damals weiträumig abgesperrt werden. Der Grund für die Drohung war eine Erpressung, pure Gelderpressung. Wenn du nicht bezahlst, so viel ich will, dann packe ich dir eine Bombe auf eins deiner Schiffe. So einfach. Ein Szenario, das auch die estnische Terrorabwehr in den folgenden Jahren immer wieder probt. Bombenexperten entschärfen Sprengsätze, die immer auf dem Autodeck und in der Nähe der Visierschlösser platziert sind. Oberhalb der Visierschlösser im Bugbereich der Estonia sind große nach außen geborstene Löcher sichtbar. Hier, so die Taucher, könnte man relativ einfach Proben nehmen. Allerdings haben sie noch niemals Stahl in 70 Metern Tiefe abgetrennt. Man entschließt sich, ein dreieckiges Stück aus dem Frontschott und das Ende eines sogenannten Holland-Profils zu bergen. 29. August 2000. Beim letzten Tauchgang der Expedition kommt schließlich das Schweißgerät zum Einsatz. Warten auf die Beweisstücke. Dies war der letzte Tauchgang. Alle Sauerstoffreserven sind aufgebraucht. Schließlich erreichen die Taucher die Wasseroberfläche und geben das erlösende Zeichen. Na, hat's geklappt? Ja. Okay. Hat dann wohl geklappt, wie Sie schon gesagt haben. Ja, aber Sie haben noch nicht gesagt, was? Ja. Wir haben eigentlich gesagt, wir sagen jetzt, das hat überhaupt nicht geklappt. Das haben wir schon ausgemacht gehabt. Ja. Und ihr habt 2 Stück, ihr habt das ganze Schiff mitgebracht, oder wie? Wir hätten die Bugrampe wegschneiden können. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist genau das, was wir gestern gesagt haben. Ja. Ah, klasse. Noch andere Splitter. Ah, ihr seid großartig, Jungs. Super. Uwe hat geschnitten, ich habe assistiert. Gut. Gut. Wie viel? Was? Wie viele Elektronen? 2. Ey, klasse. Geht gut, ja. Begeisterung an Bord. Endlich gibt es handfeste Beweisstücke, aus denen die Unglücksursache abgeleitet werden kann. Wenn man wirklich will.
Das war ein erfolgreicher Tag. Ich glaube, wir haben das Loch gefunden und wir haben einige Proben aus dem Explosionsbereich. Das ist wohl genug, um eine neue Untersuchung durch die Behörden herbeizuführen. Man scheint sicher, dass die geborgenen Beweisstücke nichts anderes als die Geschichte einer Bombenexplosion erzählen können. Jutta Rabe legt eine der beiden Proben dem Materialprüfungsamt des Landes Brandenburg vor. Dieses Institut hat bereits Erfahrungen mit detonationsverformten Metallen gesammelt. Im Labor werden Proben geschnitten und zur metallographischen Analyse vorbereitet. Unter dem Mikroskop kann man dann die Strukturveränderungen an den Bruchkanten erkennen. Vier Kriterien, so die Brandenburger, lassen auf eine Detonation schließen. Das Auftreten sogenannter Neumannscher Bänder, die Zerstörung des Perlitkorns, Härtesteigerung und plastische Verformung im Mikrobereich. So sieht unzerstörter Stahl aus. Die hellen Flächen sind Ferritkörner, reines Eisen. Die dunklen sind die Perlitkörner, der Kohlenstoff. Alle Gefügegrenzen sind intakt. Und wenn wir dann zu dem belasteten Gefüge kommen, da sehen wir doch markante Unterschiede. Wir sehen dieses zusammengefasste Perlitkorn, was immer sehr glatt und scharfkantig aussieht, hier aufgefressen und aufgefasert. Sie sehen hier diese aufgezogenen Teile. Sie sehen hier unten in diesem Korn Aufsplitterungen, richtig kleine Zerstörungen, kleine Pünktchen. Dieser streifenförmige Aufbau ist zerstört. Sie sehen hier zwischendurch, dass viele Korngrenzen zerstört sind. Die Zerstörung des Perlitkorns in dieser Art und Weise ist ein wichtiges Indiz für eine Sprengstoffbelastung. Im Untersuchungsbericht vom 24. November 2000 kommt das Materialprüfungsamt des Landes Brandenburg zum Schluss, dass die Verformungsgeschwindigkeit im detonativen Bereich gelegen haben muss. Eine weitere Probe und das zweite Estonia-Teil werden dem Institut für Materialprüfung und Werkstofftechnik in Clausthal-Zellerfeld vorgelegt. Hier kann mittels Röntgenbeugung nachgewiesen werden, ob sich durch extreme Hitzeentwicklung Martensit gebildet hat. Dies würde ebenfalls auf eine Detonationsverformung hinweisen. Um solche Gefügezustände mikroskopisch an einer Stelle erzeugen zu können, sind also Dehngeschwindigkeiten in der Größenordnung von 10 hoch 4 bis 10 hoch 5 pro Sekunde notwendig. Und dieses wiederum ist auch im Labor nur mit Hilfe von mit Explosions- oder mit Detonationsversuchen oder mit Penetrationsversuchen, das heißt mit Beschussvorgängen, machbar. Am 9. Oktober 2000 legt Dr. Neubert sein Gutachten vor. Hierin attestiert er die Existenz von Martensit, gebildet durch extrem hohe Umformungsgeschwindigkeiten, verursacht durch Detonation, Schockwelle oder Beschuss. Alle Anzeichen deuteten also darauf hin, dass die Geschichte vom Untergang der Estonia neu geschrieben werden müsste. Würde die Bombentheorie stimmen, müsste die Bundesanwaltschaft wegen Mord ermitteln. Immerhin waren auch 5 Deutsche mit in die Tiefe gerissen worden. Dazu würde die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung in Berlin, kurz BAM, mit Untersuchungen beauftragt werden. Um sicherzugehen, geben Spiegel und Spiegel TV dieser höchsten deutschen Prüfinstanz den Auftrag, die Estonia-Proben zu untersuchen. Da wir in der Literaturrecherche keine Informationen über die Auswirkungen von Detonationen auf Schiffbaustahl gefunden haben, haben wir Vergleichsversuche durchgeführt an diesem Schiffbaustahl, bei denen definiert verschiedene Belastungsarten simuliert wurden. Und durch die Auswertung, Gefügeauswertung dieser Proben, die in diesen Vergleichsversuchen erzeugt wurden, dadurch konnten wir Kriterien festlegen, an denen wir danach die Proben des Prüfstücks Frontshot vergleichend untersuchen konnten. Nach 3 Monaten legt die BAM am 19. Januar 2001 ihr 113 Seiten starkes Gutachten vor. 6 Abteilungen hatten an der Beantwortung der Fragestellung, sind an den Prüfstücken Hinweise auf eine Sprengstoffdetonation zu finden, gearbeitet. Die schlichte Antwort, nein. Alle Gefügemerkmale weisen auf eine mechanische Beanspruchung hin. Untersuchungsprinzip war also der Vergleich. Zunächst wurden Original-Schiffbaustelle der Meyer-Werft zur Probe gesprengt. Versuchsaufbau auf dem BAM-Sprengplatz Horstwalde bei Berlin. Bei insgesamt 26 Versuchen kamen sämtliche bekannten Sprengstoffe zum Einsatz, darunter Semtex, TNT, Hexogen und Donarit. 3, 2, 1.
Es ging auch darum, ein möglichst ähnliches Schadensbild zu erzeugen, so wie man es von den Videoaufnahmen des Wracks her kannte. Hier, und das ist diese eigenartige blanke Oberfläche. Nichts mehr zu sehen von dem Lack, alles weg durch die Einwirkung der Detonation. Beiden Seiten der Lack vollständig weg. Wohingegen bei den Prüfstücken der Estonia der Lack fast unversehrt, zumindest ist keine erkennbaren Aufschmelzungen oder Veränderungen des Lacks festzustellen sind. Immer wieder wurden andere Sprengstoffmengen oder Arten verwandt, doch es gelang nicht, das Schadensbild zu reproduzieren. Schließlich wurde auch ein dem Frontshot nachempfundenes Bauteil dem Sprengtest ausgesetzt. Dieser Sprengstoff ist in einer Kunststoffhülle besonders gut für feuchte Bereiche einsetzbar. Wir haben eine geballte Ladung, 9 x 200 Gramm. Aufsetzen. Auch dieser Versuch brachte völlig andere Löcher hervor. Die verstärkenden Holland-Profile hatten die Schockwelle umgeleitet, sodass zwar ein Loch, aber keine breiten Stahllappen entstanden. 3, 2, 1, Feuer. Hier findet man nach oben Sprenglappen, die ja, von der Rüstfront her gerade auslaufen. Hier ist dieser Lappen bei SV39 etwas breiter und demgegenüber sieht man hier bei SV38, dass der Lappen da im Vergleich zur SV39 etwas schmaler ist. Runde Löcher und keine Streifen. Außerdem waren die Verstärkungsprofile zerfetzt worden. Ein Schadensbild ganz anders als bei der Estonia. Zusätzlich ließen die Gutachter den Originalstahl der Meyerwerft mechanisch zerstören. Mit dem sogenannten Kerbschlag-Biegeversuch werden hohe mechanische Geschwindigkeiten simuliert. Mit knapp 20 Stundenkilometern schlägt ein Hammer auf eine kleine Stahlprobe. An einer hydraulischen Prüfmaschine wird das Durchstoßen des Werkstoffs gezeigt. Auch hier wird das Blech stark verformt, bevor es in der Mitte bricht. Beim Zerreißversuch will man die Abrisskante auf spezifische Merkmale hin untersuchen. Aus allen Vergleichsversuchen wurden entsprechende Stücke herausgenommen, um sie der Metallographie zur weiteren Untersuchung vorzulegen. Wir haben folgende Prüfstücke erhalten. Das Prüfstück Frontshot und das Prüfstück Hollandprofil. Wir haben Vergleichsversuche durchgeführt an Vergleichswerkstoffen der Meyerwerft. Hier ist ein Bereich aus einem gesprengten Blech. Wir haben hier einen Bereich aus dem Durchstoßversuch, einen Bereich aus dem Zerreißversuch und eine Kerbschlagbiegeprobe. Aus diesen Blechen, aus diesen Prüfstücken entnehmen wir nun Proben für die metallographische Untersuchung der Gefügemerkmale hinsichtlich Einwirkung von Sprengstoff und mechanischen Beanspruchungen. 5 Originalproben der Estonia, die für die metallographische Untersuchung geschnitten, eingebettet, geschliffen und poliert wurden. Daneben die präparierten Proben aus den zahlreichen Vergleichsversuchen. Durch verschiedene Schnitte ist es möglich, nahezu jede Gefügeveränderung unter dem Mikroskop zu erkennen. Vor allem war die Frage zu beantworten, welche Strukturveränderungen der Meyerstahl nach einer Detonationsbelastung aufweist. Eine solche detonationsverformte Vergleichsprobe aus Schiffbaustahl wird auf das Mikroskop gelegt. Vor allem jene Gefügemerkmale fallen auf, die man in der Fachwelt als sogenannte Neumannsche Bänder oder Verformungszwillinge bezeichnet. Es sind parallele Linien, die im hellen Ferrit sichtbar sind. Durch die Schockwelle wird das Kristallgitter geklappt. Diese Zwillinge sind hier im gesamten Querschnitt des Blechs vorhanden und geben Auskunft über das Ereignis. Hohe Verformungsgeschwindigkeit ist eine Grundvoraussetzung für Zwillingsbildung. Und natürlich, bei einer Detonation haben wir ganz sicher hohe Umformgeschwindigkeiten. Deshalb ist dort immer mit Zwillingen zu rechnen.
Es stellt sich nun die Frage, ob diese Gefügeveränderungen, die einer Detonation folgen, auch an den Estonia-Frontshot-Proben erkennbar sind. Und natürlich mit dieser Vorkenntnis, die wir durch die Vorversuche gewonnen haben, suchen wir zunächst mal nach Zwillingen in den Frontshot-Proben. Und man findet auch tatsächlich welche, aber nur an ganz bestimmten Stellen. Sie sehen hier eine Vertiefung in der Blechoberfläche. Und in einem bestimmten Bereich unterhalb dieses Eindrucks finden wir wiederum diese Zwillinge. Aber jeweils nur in einem ganz definierten Bereich unterhalb dieser Oberfläche und vor allem unterhalb dieser kugelförmigen Eindrücke. Sie sehen hier nochmal die Probe, die wir eben im Mikroskop hatten, im Original. Wir haben insgesamt 12 solcher Proben aus dem Frontshot untersucht und wir haben besonders darauf geachtet, wo die Zwillinge zu finden sind. In allen Fällen waren Zwillinge nur unterhalb der Oberfläche zu finden, und zwar auf beiden Seiten, sowohl innen als auch außen, jeweils nur bis zu einer Tiefe von maximal 0,5 mm unter der Oberfläche. Mit einem Oberflächenscanner können die Eindrücke im Stahlblech sichtbar gemacht werden. Sie sehen aus wie Einschläge von Kugeln von einem Millimeter Durchmesser. Diese halbrunden Einschläge konnten allerdings auch an allen anderen Blechen der Meyerwerft nachgewiesen werden. Offenbar werden also Schiffbaustähle bei der Fertigung so behandelt, dass ihre Oberfläche gewissermaßen Explosionsmerkmale trägt. Nach Angaben der Werft sind diese Bleche gestrahlt worden. Das heißt, sie sind mit Stahlkugeln hoher Härte und hoher Abwurfgeschwindigkeit beschossen worden, um die Oberfläche von Rost zu befreien. Das ist notwendig, um den Lack aufzubringen. Zusammenfassend ist das Auftreten von Verformungszwillingen in diesen vier Bildern dargestellt. Im Anlieferungszustand der gestrahlten Bleche befinden sich Verformungszwillinge bis zu einer Tiefe von etwa 0,4 mm beidseitig. Nach einem Sprengversuch finden wir Verformungszwillinge über die gesamte Blechdicke, beginnend von etwa 4 mm von der Bruchkante bis zu einigen Zentimetern in das Blech hinein. Aufgrund der Verteilung der Zwillinge schließen wir eine Detonation als Schadensursache am Prüfstück Frontshot aus. Und so widerspricht das Gutachten der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung im wichtigsten Kriterium allen vorangegangenen Berichten. Die Gutachter gehen sogar einen Schritt weiter. Alle Gefügemerkmale weisen auf eine Verformung durch mechanische Beanspruchung hin. Es war wohl in Sachen Estonia eine der aufwendigsten Reisen zur Wahrheit. Wohlgemerkt, das Gutachten der Bundesanstalt beweist nur, dass an den vom Wrack der Estonia geborgenen Metallteilen keine Explosionsspuren nachzuweisen sind. Theoretisch kann natürlich irgendwo anders eine Bombe explodiert sein. Aber das ist dann wieder pure Spekulation, Märchen, Mythos, Verschwörungstheorie. Die Legende von der Bombe auf der Estonia dürfte unsinkbar sein, jenseits aller Realität.